Oh. So, erstmal das Ding hier runter. So. Bauen wir uns erstmal wieder eine schöne Basis hier. Zack, zack. Das verlängern wir mal bis ganz nach hinten diesmal. Das verbinde ich sofort. So, und hier in der Mitte machen wir auch nochmal eine Querstrebe. Das soll ja auch gut halten, das Ganze, ne? So, okay. Ich muss quasi sowas wie ein Katapult bauen. Und das werde ich jetzt mal machen. Ach, Quatsch. Wieso mache ich das denn so? Das muss doch so sein. Das Dingen. Ach, Quatsch. Nee, so ist doch Quatsch. Ich muss jetzt erstmal hier oben eins reinbauen. Muss mal näher ran. So ist aber falsch. Ich muss das ja natürlich hier oben dran bauen, ne? So. Habe ich auch noch nicht allzu oft gemacht. Deshalb, ich muss mal auch ein bisschen improvisieren hier. Aber ich glaube, das ist schon zu hoch, dass da am Ende die Kugel noch drauf passt. Das machen wir doch mal lieber so. Hier oben wieder das Ding drauf. Dann kommt jetzt hier quasi der Arm drauf. Ist das hoch genug? Ich bin mir da gerade unsicher. Passt nämlich nicht. So eine Scheiße. So, da muss ich halt etwas tiefer das Ganze ansetzen. Wo haben wir. Was ist das denn hier eigentlich? Wie heißt das? Ach so, Joint nur. Okay, alles klar. So, das war nämlich das, was ich haben wollte. Die Hinge eigentlich. Halfpipe will ich nicht haben. Obwohl, die Hinge kann ich nicht bewegen, ne? Ich brauche ja hier schon diese automatisierte. Okay, das Teil packen wir mal hier hin. So, das jetzt hier drauf. Den machen wir schön lang nach hinten. So, jetzt schieben wir das ganze Teil mal so ein bisschen nach vorne. Ich glaube, das reicht schon von der Länge des Arms. So, das Ding da rein. Das Ding da rein. Guck mal, kann das sich ja wieder hoch. Guck mal, kann sich wieder selbst aufrichten, zumindest das Ding. Okay, dann brauche ich wahrscheinlich einfach vorne ein bisschen mehr Gewicht dran, damit er ein bisschen. Oder natürlich. Ach. Nee, ist doch eigentlich richtig. Habe ich ihn jetzt weggemacht. Ach, den da. Ja, den brauche ich noch. So, ich wollte hier vorne jetzt Gewicht dran machen, ne? Es gibt auch so Gewichtsblocks extra. Wo haben wir die? Sind die bei Armor? Ne, hier, genau. Ballastdinger. So, drei lang kann das Ding sein. Okay, jetzt müsste eigentlich ein bisschen mehr Power da drauf kommen. Oh. Okay, war der gleiche Effekt. Das Ding wollte ich doch gerade haben. So, Rotation Speed. Machen wir einfach ein bisschen schneller. Hä? Nee, das ist schlecht. Okay, da muss ich es wohl erst. Oh, lässt sich aber mit dieser Rotation Speed sehr schlecht. Okay, wir probieren das mal anders aus. Es gibt ja noch hier diese Contract Spring. Aber erstmal brauche ich hier unten irgendwie ein paar Gewichte, die das ganze Ding hier am Boden halten gleich. So. Die müssen wir natürlich auch hier hinten machen. Sonst fliegt das Ding nach vorne weg. Ich baller die jetzt einfach mal hin. Ich habe nicht ganz so viel Plan vor dem Spiel, aber ich gebe hier gerade mein Bestes, ja? So, Gewichte dran. Dann machen wir jetzt die Gewichte einfach hier weiter. Sind die lose? Ne, die sind schon fest, glaube ich, ne? Ja, die sind schon fest. Die werden schon fest sein. So. Hier machen wir auch nochmal zwei Gewichte hin, denn ich will hier dann diese Kabel machen. Suspension, Slider. Was haben wir hier noch? Ne. Okay, Contracting Cables. Die muss ich ja von hier dann nach hier unten ziehen, quasi. So, da dran. Und von hier auch nochmal. So, die muss ich jetzt noch einstellen. Aber dann reiße ich den kaputt hier, glaube ich, ne? Da muss ich den hier mal eben aus. Oh. Den hier mal eben austauschen. Mache ich dann doch lieber diese Hinge hin. Intersection? Ja, aber ist doch normal. Will das Ding denn?
So, und ich mache das Ganze auch mal ein bisschen stärker. Also erstmal hier noch ein paar Streben drauf. Bäm. Naja, gut, bis hierhin erstmal. So, die Bänder einstellen. Ich lasse sie erstmal so auf L. Ja, so geht das. Ist zwar Single-Use, aber egal, ich zeig's auch nochmal. So, L und BÄM! Voll auf die Fresse haben die bekommen. So sieht's nämlich aus. So, nächste Zone. Hint Grabber. Ach, ich muss irgendwie. Ich glaube, so ein Holz hier drauf bringen. Okay, alles klar. Maschine weg. Klotz nach unten. Kann ja da drauf klicken eigentlich die ganze Zeit. Von hier so ein bisschen hoch mache ich den mal, weil ich will ja Räder da dran machen. So. Zack, zack. Ich mache die immer so ein bisschen länglich nach hinten, die ganzen Sachen. So. Diesmal will ich einfach schon mal überhaupt so ein bisschen Ballast haben, damit der einfach mal so ein bisschen besser sich fährt und nicht so leicht flippt und so. Okay, ein unmotorized wheel ballern wir hier hinten dran. So, das dreht sich dahin, das dreht sich dahin, ist richtig. Jetzt brauche ich noch einen. Eigentlich kann ich das gleiche bauen wie gerade quasi. Nur das ein. Obwohl. Stimmt, ich hätte, glaube ich, das alte benutzen können sogar. So, okay, die Hinge hier dran wieder. Nee, oder nee, Quatsch. Hier machen wir nicht die Hinge. Hier nehmen wir diese Steering Hinge, die man steuern kann halt, ne? Aber die habe ich gerade falsch platziert. Deshalb drehe ich die nochmal schön auf R und pack das hier dran. So. Als nächstes brauchen wir. Obwohl ich hätte den Kran schon gerne so ein bisschen länger. So. Wo haben wir das Ding? Da haben wir ihn. Hier den Grabber, oder wie heißt der? Ja, Grabber. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob der Grabber eine eigene Taste hat. V. Ach, V ist Detached dann. Okay. So, eigentlich müsste ich ja jetzt hiermit. Oh. So, das gut hochkriegen, ne? Aber ich habe vorne keine Steering-Dinger eingebaut. Und das Teil hier, das sollte ich mal lieber umbelegen. Auf. Ich mache einfach mal auf C und V. Okay. So, ich sollte das Ganze noch ein wenig verstärken, glaube ich. So, das hat gerade schon so bedächtlich gewackelt. Das machen wir mal so schön. Und die hier werden auch nochmal so ein bisschen verbunden einfach. Passt das dahin? Nein. Okay, jetzt habe ich C und V, aber noch nicht die Steuerung hier vorne dran, ne? So. Die basteln wir jetzt auch noch. So. Okay, hier können dann die motorisierten Räder dran, ne? So. Dann kann ich jetzt hier eigentlich nach vorne fahren, ne? Oh, das ist ja ein exklusiver Modus, wie das Ding hier fährt. So. Jetzt brauche ich C. Ist jetzt irgendwas durchgebrochen? Da schießt einer auf mich, da war ja ein Bogenschütze, ne? Hä? Wieso bockt sich das hier immer wieder weg? Ach, weil V natürlich auch Detach ist, ich Vollidiot. So, Detach ist dann B, alles klar. Dann fahren wir doch nochmal eben hier so rüber. So, zack, ne? So. Ist ein bisschen schwer zu manövrieren mit dem Ding, aber ist eigentlich auch relativ wendig. Zack. Wie easy das auch hochhebt. Ich finde es immer wieder geil, ey. So, okay, dann können wir jetzt hier hin. Lol. Ich wollte das schon noch hier ablegen, eigentlich. Zack, geschafft, ne? Also, war gar nicht mal so schwer, sag ich mal. Kill all of 80% sheep. Okay. Wie machen wir das denn mal? Ich glaube. Okay, ich habe da schon so eine Idee, glaube ich. Erstmal nach unten das Ding. So, erstmal wieder mit dem Kreuz. Fängt immer alles bei mir an. So, irgendwie so ein bisschen, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt hier was baue, wo ganz viele so Bomben runterfallen? Ich will nur mal wissen, ob wenn ich jetzt hier so eine Bombe hinpacke. Ah ne, das Ding trifft das natürlich nicht, ne? Ja, das ist natürlich jetzt schlecht.
Wie machen wir das mit den blöden Schafen? Soll ich einfach ganz viele Kanonen bauen? Kommen die Schafe von selber an, vielleicht sogar? Probieren wir jetzt mal aus. Erstmal gucken wir, was die Schafe machen.